Guten Morgen und herzlich willkommen in Norwegen. Ich bin heute in Steinsvik. Das ist irgendwo so auf halber Strecke zwischen Tromsø und Alta, also schon relativ weit im Norden. Ja. Wir sind halt noch, wie gesagt, unterwegs in Norwegen. Wollen vielleicht noch Richtung Nordkap, sind uns da auch nicht so ganz sicher, weil es, ja, ich denke wahrscheinlich auch ein bisschen gehypt wird und ein bisschen überbewertet wird, die ganze Geschichte. Aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel und allein die Strecke hierhin ist wirklich schon atemberaubend. Wir haben jetzt so Ende September, Anfang Oktober haben wir jetzt. Und ja, der Schnee kommt immer näher, würde ich sagen. Ist zwar noch nicht ganz direkt an der Küste angekommen, aber die Bergspitzen, die sind schon schön weiß gepudert. Und das möchte ich heute auf jeden Fall versuchen, auch mal in meine Bilder mit einfließen zu lassen. Direkt hinter mir soll in ungefähr einer halben Stunde die Sonne aufgehen. Direkt über dem Meer. Sieht momentan ziemlich fies aus. Hängen ein paar schön dunkle Regenwolken. Und wenn ich mich noch mal weiter drehe, direkt hinter mir, ist das Ziel meiner Begierde auf jeden Fall die Bergspitze, die ich mit dem Bild haben will. Ich hoffe mal, dass die gleich nicht total in Wolken eingedeckt ist. Jetzt suche ich mir nur noch einen passenden Vordergrund. Und ja, hoffe mal, dass das alles so zusammenpasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich eine passende Position gefunden habe, die mir auch wirklich zusagt. Bin ein bisschen am Strand entlang gelaufen und bin auch noch ein bisschen hinter den Strand gelaufen, also da, wo der Strand zu Ende ist im Endeffekt, und habe dann das hier gefunden. Ja, leider kann man das jetzt auf der Videokamera nicht so super erkennen, weil da jetzt auch kein Polfilter drauf ist, das heißt, das reflektiert alles sehr. Aber ich habe hier ein paar wunderbare, ja, wie soll man es nennen, Spuren in den Felsblöcken hier. Wunderbar geschliffen, sieht ganz klasse aus, muss ich ehrlich sagen. Und habe dann halt auch noch so einen kleinen Gezeitenpool, wo das Wasser ein bisschen drin steht. Und in diesem Wasserpool liegen dann auch noch so ein paar größere Kieselsteine drin. Also sieht echt geil aus. Und das habe ich mir jetzt als Vordergrund gewählt. Im Hintergrund halt immer noch die Bergspitze, die ich mir vorgenommen habe. Ich arbeite jetzt mit dem 1635, also habe das 2405 abgenommen. Das heißt, bin jetzt sehr weitwinklig, dadurch, ja, ist die Bergspitze nicht mehr ganz so prominent, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Aber ist immer noch gut zu erkennen und der Vordergrund, der ist natürlich auch super spannend. Und ja, ich habe jetzt noch einen Verlaufsfilter aufgebaut. Relativ heller Himmel und relativ dunkle Felsen im Vordergrund. Ansonsten Blende 13, Belichtungszeit von 1,8 Sekunden bei ISO 100. Ja. Und
dann werde ich jetzt erstmal die Aufnahme starten. Noch seht, arbeite ich jetzt wieder im Hochformat. Damit ich auch wirklich noch schön Bergspitze mit drauf bekomme. Wenn ich jetzt hier in die Breite gehe, das heißt im normalen Querformat fotografieren würde, werde ich jetzt rechts auch noch die große Felskante im Bild. Ja, also richtig schön. Hohlfilter habe ich auch noch drauf natürlich, um die Reflexion halt zu vermindern. Damit ich natürlich auch in diesen Pool rein fotografieren kann und halt, dass man in diesem Pool auch wirklich diese Steine, die da noch drin liegen, gut erkennen kann. Ich mache das immer ganz gerne, wenn ich an einer, also wenn ich mir ein Motiv ausgesucht habe und eine Position gefunden habe, eine Location gefunden habe, dass ich dann ganz gerne nochmal so ein bisschen mit mit der Komposition, mit der Motivauswahl so ein bisschen spiele. Mal die Kameraposition noch ein bisschen verändern, ein bisschen vor, zurück, vielleicht einen etwas anderen Vordergrund. Und dann immer mal gucken, was dabei rumkommt. Muss man mögen. Manche machen das nicht. Ich mache das ganz gerne. Dann habe ich zu Hause auch eine gewisse Auswahl, wo ich sagen kann, ja, das gefällt mir doch am besten, weil ich bin mir vor Ort immer nicht ganz so schlüssig, ob jetzt die eine Position, die ich gewählt habe, wirklich das absolut Beste war. Und deswegen variiere ich immer noch mal so ein bisschen, wenn ich vor Ort bin. Das habe ich jetzt halt auch nochmal gemacht. Sonst vom Aufbau bringt alles ähnlich wieder Hochformat. Diesmal habe ich jetzt halt wirklich nur versucht, diese Spuren im Fels noch ein bisschen mehr zu betonen. Aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Drauf Verlaufsfilter, Hohlfilter ist drauf, um die Reflexion wieder zu minimieren. Und es ist nicht alles gleich geblieben. Ich habe noch zusätzlich einen dreistufigen Neutralgraufilter, also ohne Verlauf, aufgesetzt, um im Hintergrund das Meer noch ein bisschen glatt zu ziehen, weil es die Brandung nicht mehr so spannend ist. Ja, habe ich jetzt so einen leicht milchigen Effekt noch. Ja, wie man jetzt erkennen kann, gut eine Stunde nach dem eigentlichen Sonnenaufgang geht es da hinten los, dass die Berge oder diese Bergkette so langsam von den Sonnenstrahlen angestrahlt wird. Ich hoffe mal drauf, dass meine Bergspitze, auf die ich es ja heute Morgen so sehr abgesehen habe, auch noch ein bisschen beleuchtet wird. Das werde ich auf jeden Fall noch abwarten. Und ja, wenn das klappen sollte, werde ich da auf jeden Fall nochmal eine Aufnahme von machen.
da hat sich das Warten nochmal richtig gelohnt. Wie ihr sehen könnt, hier hinten ein wunderbares Spotlight jetzt von den Sonnenstrahlen auf die Bergspitzen drauf. Da muss ich natürlich auf jeden Fall jetzt nochmal zwei Aufnahmen machen. Ja, hat sich definitiv gelohnt. So, ich war jetzt gut 2 Stunden draußen. Ich habe wieder ein paar Aufnahmen im Kasten. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was euch am besten gefällt. Ja, wie gesagt, ich habe es halt immer ganz gerne, dass ich mir, wenn ich an einer Location bin, trotzdem immer noch unterschiedliche Kamerastandpunkte aussuche, um die Komposition und den Bildausschnitt immer noch so ein bisschen zu variieren. Ich kann mich da immer nicht so genau festlegen, dass ich sage, genau das ist jetzt das Bild, was es sein muss, und es gibt keine bessere Wahl. Deswegen gehe ich immer noch ein bisschen hin und her und gucke, ob es vielleicht doch noch eine spannende Alternative dazu gibt. Okay, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt in diesem Urlaub nochmal dazu komme, ein Video zu drehen. Viele Bilder hier in diesem Urlaub sind auch entstanden, viele gute Bilder meiner Meinung nach sind auch entstanden, wo die Kamera, die Videokamera nicht mit dabei war. Ich werde die mal auf meine Internetseite stellen und bei Facebook auch veröffentlichen, aber wahrscheinlich erst, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich werde das unten mal verlinken. Schaut euch das gerne mal an. Da sind halt noch viele andere Bilder dabei von vielen anderen Locations. Im Grunde genommen kann man nur sagen, dass sich dieser Trip, 4 Wochen waren das jetzt, oder 3 Wochen sind es jetzt, 1 Woche haben wir noch ungefähr, definitiv gelohnt hat. Gerade die Jahreszeit, jetzt hier im Herbst, hier ist schon Herbst, also Ende September, Anfang Oktober, definitiv eine Reise wert. Die Farben sind der absolute Hammer, gerade wenn die ganzen Birken hier die Laubfarbe ändern, ist echt spektakulär, kann man nicht anders sagen. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.